sondern ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Willkommen zurück zu Gothic 2, Nacht des Raben, obwohl Nacht des Raben schon lange vorbei ist. Wir drücken heute 4 Schalter, um dann zu sehen, was danach dahinter ist. Also doch, wir wissen, was dahinter ist, nämlich das Heiligtum. Und das wissen wir aus dem Tagebuch des Noviz. Nämlich da hinten in der Ecke stehen noch Schränke. Schränke, ja genau. Schwerer Zweihänder. Drachenjägerarmbrust. Cool, warte mal, ist der schwere Zweihänder nicht Drachenschneider? Ist der sphärisch? Nee. Okay. Ich dachte gerade, der schwere Zweihänder. Kann ich den Degen tragen? Den Meisterdegen? Schade eigentlich. Hätte ich ein bisschen mehr Geschicklichkeit als Stärke gehabt, also hätte ich Geschicklichkeit gelevelt, hätte, dann hätte ich jetzt. Oh, das wird jetzt richtig lange dauern. Dann hätte ich jetzt diesen Meisterdegen schon tragen können. Der braucht eine. Das ist ja wirklich nur 60 Geschicklichkeit gebraucht. Nee, ich denke, das ist echt nicht viel, ne? Und der Drachenaltrank nimmt der dir gerade nicht gerade viel weg. Spawnt da hinten gerade neues Zeug in den Seitengängen. Das wäre natürlich witzig, wenn das gleich, dass ich die ganzen Hebel jetzt aufgehoben habe. Ist übrigens sehr kompliziert, finde ich. So, um irgendwo reinzukommen. Stell dir mal vor, das ist dein täglicher Weg zur Arbeit. Ist das übrigens, wie in der Zwischensequenz war, dass die normale Steuerung, die vorgesehen war, wie so ein Adventure, dass du so den Charakter drehst und dann hin und her rennst. Das ist ein Drama hier. Sag jetzt nicht, ich muss die Dinger in der richtigen Reihenfolge drücken. Was das denn für ein Stargate? Also echt jetzt. Also mehr Drama ging nicht, oder so? Das ist hier oben irgendwas hier spawnt. Die sind überall so lustige Animationsdinger. Das sind anscheinend nur die übrigen Partikel vom Dings. Na gut. Ist nur dramatisch. Ist ja wie in diesen Comics, wenn der irgendwie Dagobert Duck in sein Tresor geht und über diese Schlosstüren sind und alles und Zeug. Und hier sind große Statuen und erinnert mich ein bisschen an Dark Messiahs of Might and Magic. Gutes Spiel. Ich habe doch ein gutes Let's Play zu. Ich schreie auch gar nicht die meiste Zeit rum. Was ist das da hinten? Zardas? Ja, zumindest die Zardas-Robe. Ne, ist glaube ich nicht Zardas. Da ist er. Ja, kommt mal alle her hier, Freunde. Da ist er. Ach, scheiße, die sind überall suchen. Ne? Ja, ich hoffe, mich labert keiner an. Oh, guck mal, hier ist, Ah doch, die rennen mir doch schon hinterher, oder? Ein Schwarzmagier ist es. Okay, aber ich fürchte ausnahmsweise. Halt den großen AOE-Feuerball, ne? Man kann mit ihm reden. Oh nein! Nein! Das ist ja ein Ärger jetzt. Das ist jetzt mal viel Scheiße. Nein! Wo speichere ich denn sowas nicht ab? Können wir die Sequenz irgendwie abbrechen? Nee, natürlich nicht. Töte den Magier nicht, erst mit ihm reden. Oh. Ja, aber das ist aber schwierig, den Magier nicht zu töten. Wie stellst du dir das vor? Da muss ich ja, wie soll ich denn sonst die ganzen Suchenden töten? Weil das Problem ist, die Suchenden rennen mir halt nicht hinterher. Weil die Suchenden haben keine Nahkampfattacke. Ein Gegner ohne Nahkampfattacke versuchen mir nicht hinterher zu rennen. Aha. Aber die Suchenden sind jetzt fundamental anders als die Suchenden von dem Sumpflager, oder nicht? Das ist ein total komisches Story. Okay. Weil diese Suchenden hier, die sind ja anscheinend irgendwie hier mit Absicht ins Kloster aufgenommen worden.
Oder nicht? So. Nächstes Mal speichere ich ab. Stimmt. Was eine aufwendige Konstruktion. Immer wenn ich so Konstruktionen sehe, die irgendwie so auffällig, so aufwendigste Sachen hin und her bewegen. Ich bin gerade echt froh, wo ich mich nicht bewegen kann. Da muss ich halt immer denken, wie aufwendig sowas eigentlich ist. Also das ist die Mechanik dahinter. Okay, gut. Quick save. Beruhig dich. Ich muss gucken, was ich mehr haben. Warum habe ich eigentlich keinen Mana? Ach so. Weil ich nicht gerastet habe wie beim letzten Mal. Na gut. Ich renne mal hier so möglichst nah an. Hä? Braucht das direkte Line of Sight, das Zeug? Anscheinend. Da ist nichts zu holen. Ob ich das nicht hätte billiger haben können. Spreche ich nochmal, bevor du mit den Typen redest. Ja, ist bestimmt sehr unfreundlich. Und das ist also ein voll ausgebildeter Schwarzmagier. Und Zardas hat ja auch mal mitgemacht. Da stellt man sich doch wirklich die Frage, warum sich Zardas denn gegen seinen Meister eigentlich gestellt hat. Oh, es ist alles Flammen. Es ist alles Flammenregen. Also wenn man Nahkämpfer ist und keinen Bock hat. Wäre es wahrscheinlich das Klügste als erstes. Oh, ist das eine Heilwelle? Das sieht so aus wie eine Heilwelle. Das ist der Boss von dem finalen Boss, der stärkste Magier im Spiel. Habe ich nicht zweimal Todeswelle auf ihn gezaubert? Also ich habe, er hatte was gezaubert und hat meine ganze Klette umgebracht. Und ich habe es dann irgendwie doch überlebt. Monster schrumpfen? Was war denn das mit dem Plus drauf? Da war es eine Welle mit einem Plus. Oder war das irgendwie Eiswelle und es sah bloß anders aus? Diese Buchkommoden sind im Allgemeinen sehr enttäuschend. Ich würde eigentlich nochmal zum Schiff zurücklaufen und Zeug holen. Na gut, machen wir das ja nicht. Wie viele Heiltränke habe ich denn noch? Ah, zwei Bosse sind drin. So, hier war Kina drin vorhin. Genau, was haben wir hier noch? Oh, guck mal hier. Trank, 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 Trank. Ich meine, das sind alles volle Heiltränke. Kessel? Kessel? Hä? Was macht man denn an einem Kessel? Na egal. Der Zauber von ihm ist Schrei der Toten. Achso. Achso, das ist die wahrscheinlich die Massen-Zombie-Zerstörung, oder? Fünfter Kreis, achso. Der hat, ich nehme mal stark an, der hat mir dessen keinen Schaden gemacht, weil es halt an Menschen keinen Schaden macht. Ich dachte, das war vielleicht das Tor, das Böse. Oh, eine Folterkammer. Nett. Weil wenn das bitte schon die Skelette in der Folterkammer rumliegen. Das hat ja wohl nichts mehr mit Grausam zu tun, sondern einfach nur mit Platzverschwendung. Naja, egal. Dann red doch mit dem. Ach nee, warte, da vorne ist noch einer. Den können wir noch umhauen. Oh, ich habe anscheinend wieder große Mana-Tränke, so wie es aussieht. Das ist es. Grüße dich. Wenn du Feuerbälle werfen willst, solltest du es bald tun. Oh. Ja, ansonsten. Ach, guck mal, eine Truhe noch. Na bitte. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Meister, wir müssen reden. Wie ich an den ranschleichen kann, um ihn zu bestehlen? Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten.
Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Wir reden doch jetzt. Noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Du warst einmal ein Anhänger des Schläfers. Das ist graue Vergangenheit. Der Meister hat uns die Augen geöffnet. Jetzt wird uns niemand mehr aufhalten. Der Meister hat uns den einzig gangbaren Weg gezeigt, mit euch Ungläubigen fertig zu werden. Das klingt dann echt so, dass der richtig fertig ist und oh, noch so einer. Oh. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Bursche, ja. Du bist alleine. Ja, in der Tat. Oh, bring mich zu deinem Meister. Macht er das wirklich? Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Dein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Okay. Oh. Ich hätte den Kampf vielleicht nicht mit der Hälfte Leben anfangen sollen. War gut, ne? Obwohl, ich hatte gar nicht so Hälfte. Die Söhne hatte ich gar nicht. Hm. Quicksave? Du wirst eine bestimmte Runde gleich mögen. Ich überlege gerade, ob ich ihn eineisen kann und dann einfach von meinen Skeletten kaputt hauen lasse. Da kann ich vielleicht weiter von ihm wegstehen? Ich versuche das nochmal mit Eis. Eis. Fand vielleicht, hättest du die Quest von der Feuermagier gemacht, wärst du immun gegen das Verfluchen. Ja, aber der eine Feuermagier wollte, dass ich diese Unterlagen alle finde. Ich habe die nicht gefunden. Du Schlacht. Oder ist es, weil er die letzte Stufe ist? Komm. Ein beklemmendes Gefühl. Okay, das ist es. Schluss, dein Auge. Ach, deswegen hab ich das umgebracht. Ach, guck mal, das zieht mir tatsächlich alles Mana ab. Das ist ja eigentlich voll witzig. Hey! Das ist ein lustiger, wenn der Welt ist, ne? Jetzt aber mal nicht den Typen. Okay, wir hauen ihn einfach so. Also das ist ein bisschen unpraktisch. Du was? Ich könnte ihn ja auch einfach umhauen, ohne mit ihm zu reden, ne? Zauber macht genau 666 Schaden. Nein. Ach, man hört sogar Text. Rennt der mir hinterher? Nö, anscheinend nicht. Aber doch, er rennt mir hinter. Das wird er lassen. Hey, das hat nicht funktioniert. Doch, es hat funktioniert. Man sieht es bloß nicht.
Okay, dann versuchen wir das hier nochmal. Der steht aber gerade ein bisschen doof, glaube ich. Warte mal. Hält ja gar nicht so aus. Was ein Meister. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal kurz zurück zum Schiff und mal, ich muss wirklich den ganzen. Da ist noch nichts zu plündern. Meine Güte. Mana-Extrakt, Schriftrolle des Schwarzmagers, Truhenschlüssel des Schwarzmagers, Aquamarin und 35 Gold. Das mit Magier natürlich hält ja nichts aus. Was soll ich denn sagen? Ich habe 500, bestimmt ziemlich viel Lebenspunkte. Ich trinke jetzt aber auf jeden Fall erstmal meinen Trank der Besessenheit. Den letzten, den ich noch hab. Du fühlst dich erlöst. Yay. Hätte ich vielleicht mal gleich mit dem Kampf machen sollen. So, Judy, haben wir das. Oh. War wieder teurer als gedacht. Also den hätte ich mit Todeswelle auch locker easy aus dem Leben hauen können. Mal sehen, was hat denn hier Schönes. Eine Creature Enter. Auge der Macht. Hm. Gold, ja, ja. Mana Exil, ja, ja, ja. Mach halt da. Was kann denn das Auge der Macht? Ist das die entsprechend zum Auge Innos? Na gut, ich hätte zumindest meinen Schutzamulett angelegt. So, warte mal, er hatte noch einen Text bei Alter Brief. Den hatte ich schon gelesen. Das war hier letzte Warnung. Genau, das war Archol. Tränke, Auge der Macht und Alkohol. Das war Rolle Alkohol? Ups. So, warte mal. Schriftrolle des Schwarzmagiers. Kadosh, Emeng Kadar, das Auge der Macht, erleuchte deinen Weg. Ja, in der Tat. Was kann denn das Auge der Macht? Ich kann es nicht benutzen. Na gut, das Auge der Macht erleuchtet bestimmt dieses wunderschöne, überhaupt nicht glimmende Portal, durch das wir dann so gleich schreiten werden. Aber vorher, na, schlafen gehen hat jetzt auch keinen Sinn, aber ich glaube, vorher starte ich nochmal das Spiel neu.